das war mein Leben. Ich bin ja 2-3 Mal im Jahr hier an Kilimanjaro und bin da mehr oder weniger, ich bin ja in jeder Nacht auf den Gipfel gegangen. Gell? Wenn ich mit der Gruppe unterwegs war, bin ich jede Nacht hoch auf den Gipfel zum Trainieren. Und dann fällst du natürlich wieder zurück in dein früheres Leben. Gell? Und da tut es dir dann weh, aber gut, woher komme ich? Gell? Ich komme vom Rollstuhl. Gell? Und vom Rollstuhlfahrer ist das schon eine coole Aktion hier. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich euer Tempo halten kann. Also ihr atmet und entsprechend zu eurer Atmung geht ihr. Und nicht ihr geht und versucht dazu zu atmen. Das funktioniert nicht. Thomas is doing well and he's very strong. He will show the world that even the handicapped people, they have a possibility to reach the summit. Whenever you train and ever you push, you will have pain. Sure. When you do nothing, you don't have pain. Yeah, sure. And that's why a lot of people just say no. Why having pain? Und anschlagen! So, erste Gipfel! First African Summit! Und dann ist eine blöde Stelle, sogenannte Kissing Rock. Da muss man so außen rum gehen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das kann, weil da muss ich dann auf dem gelähmten Bein stehen. Und da bin ich nicht sicher, ob ich das hinkriege. Es ist schon diese Phase, diese Behinderung zu akzeptieren. Das fällt mir auch sonst im Leben. Immer wieder flutscht er zurück, wie war es vor 2 Jahren, gell? Wenn du irgendwas wirklich willst, und bei mir ging es jetzt nicht darum, ich will jetzt nicht unbedingt auf die Berge steigen, aber ich will einfach wieder gehen können. Gell? Ich bin dem so im Rollstuhl gesessen und habe gesagt, nee, ich will einfach gehen können. Die Doktorin hat gesagt, du musst an dich glauben, du musst einfach an dich glauben.